Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Monblades Warbands. Wir sind unterwegs. Jarl Marschall Harald hat mich gerufen, ihm doch zu helfen, 12 Mann zu bringen für ein Raid oder so. Was wahrscheinlich sowieso wieder nichts bringen wird. Und dann gucken wir mal. Mal ein bisschen hier. Neue Klingenschwester, sehr gut. Jetzt haben wir wieder 3. Ich hatte ja eine verloren, eine verwundet. Ich überlege, ob ich die jetzt ganz nach oben packe, mal die ganzen Kavalleristen. Aber sie eigentlich als Reserve ideal sind. Das heißt immer, weil wenn die dann zuletzt kommen, dann sind die schön am Plänkeln, wo also sowieso alle Gegner schon überall hin verteilt sind. Ah, da ist er doch. 29, oh Mann, ist das peinlich. Und er ist der Marschall, ja? Aha, das sind ja noch ein paar. Bleib doch stehen, dann kann ich auch mit dir reden. Blalalim. So, und schon sollen wir ihm folgen. Bestimmt haben wir uns hier. Wie viel Geld habe ich jetzt noch? 3600, okay. Und schon soll ich ihn aufsuchen. Freiwilligen gefunden. So, ich soll Ismeralda, Fenada und Vajek aus... Okay. Okay, dann machen wir das. Burg Ismeralda oder nur ist ein normales? Okay. Ist bestimmt wieder fehlgeschlagen, sobald ich damit fertig bin. Und dann muss ich nach Karteli. Oder zu Karteli gehen. Nach Karteli. Okay. Vajek. Ausgespäht. Dann jetzt Ismeralda. Euer Dorf. Oh. Ey, wann hat er das denn gemacht? Ne, wird überfallen, aber dann... Ah, egal. Ich muss jetzt hier eine Quest machen. Dann muss ich mal blitzschnell sein. Und fertig. Und Fenada. Finito. Guck mal, 46 Deserteure, 46 Nordbogenschützen. Alter. Hallo? Da sehe ich schon, wo die Armee hin ist, von den Nord. Da sind die am Plündern und am Belagern wahrscheinlich bei Corin. Okay, das habe ich schnell zurück. Telrock. Komm schon. Wird immer noch überfallen. Ich glaube, das schafft man nicht rechtzeitig. Es brennt schon zu lange. Kurz bevor ich ankomme. Zack! Siehst du? Um das ich mich so gar nicht kümmere. Ja, nee, kannst auch vergessen. Hätte ich sowieso nichts machen können. Ja, wo auch immer der gute Lord ist jetzt. Ja, das war der Roter Krieg. Nur wo ist der gute König? Der gute Harald meine ich. Das ist die große Frage. Da hinten brennt irgendwas. Subuya. Hier ist eine Spur. Kann auch sonst was gewesen sein. Da brennt noch mehr. Ups. Und jetzt haben wir wieder kein Geld mehr. Oh, haben wir noch. Gott sei Dank. Ja, guter Herr Harald. Wo sind Sie denn? Das war ein Brennen. Haben sie aber nicht geschafft. Das heißt, sie wurden wahrscheinlich in alle 4 Winde verstreut.
Das habe ich auch mal versucht zu plündern. Dann von letzte Folge. Also, haben wir nicht da gefunden, ey. Die sind überall. Da. Tundra-Banditen. Wer hat Frieden? Ne, nicht wir. Nee. Ich glaube, den finden wir so schnell nicht wieder. Wir gehen mal zurück. Vielleicht sind wir da irgendwo. Das hat das Problem. Wir haben hier niemanden, den wir fragen können. Ah, wer hat sich denn da verlaufen? Komm her, mein Sohn. Komm, ich zeig dir mal eine richtige Armee. Wo willst du denn hin? Oh, feige Sau. Komm her, Karawane. Tut mir leid. Du bist mir leider in die Quere gekommen. So, die kommen jetzt, deswegen machen wir es diesmal anders. Da kommen sie schon. Näher zusammen. Kavallerieangriff. Dass die auch immer so Psycho sind und angreifen. Na gut, die haben halt Kavallerie. In den allerhärtesten. Kommt hier noch einer? Aha. Sehr schön. Verschluckt. Ach Mist, jetzt habe ich auf die Truhe nicht zugegriffen. Das ging noch gar nicht. Ach, egal. Es ist eine Berufssoldat, wenn ich vielleicht schnell... Bla. Sehr gut. Was auch immer. Noch mal stärker hier die Stadt. Irgendwann bringt es gar nichts mehr. 150. Jetzt haben wir auch einer drin mit plus 41 nochmal. Truppen. Lisa Leeds. Entschuldigung. Komm, nee, das ändern wir mal. Wir machen jetzt nochmal eine Intelligenz. Laufgeschwindigkeit. Britens Bogenschießen plündern. Ausbilder. Spurensuche, Taktiken, Wegfindung. Wundbehandlung. Ja, ich habe keine Ahnung. Oh, Taktik. Tick-Tack ist die milde Taktik. Tick-Tack. So, Favoriten, bla bla. Wieso stehe hier gerade keine Musik? Das ist immer so ein bisschen creepy. Die Seeräuber werden auch nur zu Nordrekruten. Das ist schon armselig. Deswegen habe ich den jetzt mal ausgetauscht. Sklavenmeister, Alter. Die sind schon übel. Gucken wir mal hier in der Burg, ob hier ein Adliger ist. Und zwar machen wir einen kleinen Abstecher. Ihr wisst, was ich meine. Bei Karteli. Jarl Olaf. Jarl Olaf, bitte sag mir, wo denn der gute Marschall Dingensbummens ist. Das ist eine komische Halle. Jarl Olaf. Olaf. Das ist Olaf. Das ist Olaf. Ich möchte euch etwas fragen. Aufenthaltsort von... Unser Marschall. Burg, na, Burg Russ. Burg Russ, ist das nicht irgendwie bei uns voll hinten drin? Chalbeck. Mischin.
ich weiß es nicht. Burgruss. Da ist sie doch. Doch, wusste ich doch. Ich wusste doch, dass sie da irgendwo ist. Saraniden-Karawanen hier, ey. Wir werden direkt gejagt, glaube ich. Dörfler! Dass immer noch JRPG belagert wird, das ist so defekt. Das ist nicht Harald, aber das ist Bulbas. Da ist Rekrutiere, wollte ich sagen. So, jetzt müssen wir gerade mal Sachen verkaufen. Boah, der Speer ist ganz gut. Schade, dass ich kein Inventar habe. Speere behalten wir. Schenke. Ich muss doch immer noch neue Dichtkunst Ausschau halten, dass der Rolf. Blabli. Da, so. So, wer war denn bei mir Speer? Wer war denn bei mir beim Speer? Wen wollte ich denn zum Speerkampf machen? Stangenwaffen 80. Das war ein Mädel, glaube ich. Der Xavi war das. Ja, die mache ich zu der. Hier wird meine Stangenprinzessin. Und wer war Wurfspeere? Das kann man auch so gut einsehen. Ja, machen wir den dazu. Wenn das überhaupt geht. Da, Bingo! Bingo, Bingo, Bongo! 28,19. Der behält den Krummsäbel. Was ist der Artemena denn so? Der hat das gute Schwert, egal. Das ist gut. Verkaufen wir den Rest noch kurz. Oder das eine. Logason, auch einer der ersten Bekannten, die mir im Kopf geblieben sind hier. Seit wir angefangen haben zu spielen. Ich bin 99. 99! Oh, Fußsoldat. Was mit deinem Feldzug, hm? Teuer war hier. Wo er jetzt ist, wissen wir nicht. Fragen, Aufenthaltsort. Na, Burg Chalbeck. Toll. Wo will der denn jetzt hin? Meine Güte. Was ein Marschall. Mach doch mal irgendwas. Zukünftiger Schwiegervater. Eine leichte Aufgabe, mein Herr. Sonst noch was? Folgt der Dingens Armee. So, wehe, der hat wieder eine bescheuerte Aufgabe für mich. Kannst du die Aufgabe nicht mal irgendeinem anderen Idioten geben, aber echt. Reicht mein Essen. Wir können doch kurz nochmal hier anhalten. Kurz Party machen. Noch ein Käse. Für ein Brot. Ach, der steht hier sogar rum. Okay, dann warten wir halt hier. Keine Quest für mich. Bitte nicht. Gib mir keine Quest. Nein, nein, nein. Du bleibst jetzt hier stehen, bis die Quest... Oh nein. Kann ich eure Meinung noch ändern? Ja. So. Blam, 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 blam. Ich kann natürlich den auch Rekruten bringen, glaube ich. Kann ich das nicht machen? Ups, jetzt bewegt er sich. Doch nicht. Never mind. Jetzt läuft er. Oh, ein Wunder. Der Xavi. Fähigkeiten. Was haben wir denn da?
Bogen zu Kraft. Hast du schon Bogen? Waffenmeister können wir mal skillen. Haben wir mal Intelligenz hoch und gucken mal, was wir sonst noch skillen können. Aufklärung und Wegfindung. Anführerschaft. Bam. Oh, sowieso nur eins gebracht. Machen wir Anführerschaft. Bumm. Bang. Bum, 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 bum. So. Karawane. Sie rekruten. Mal gucken, wie lange ich meine Saraniden behalte, bevor die ganz ausgelöscht werden. Mal gucken. Meine exotischen Kämpfer. Guck mal hier, was so Riesenkarawanen von den Swarden. Das tut uns ja nur gut. Jetzt will er nach Bokurav. Kurin, Entschuldigung. Okay, dann warten wir halt hier ein bisschen. Die gehen weiter. Hä? Mittlerer Feindtrupp. Warum belagern die jetzt nicht, Sargot? Könnten die glatt machen. Könnte ich sogar einnehmen wahrscheinlich. Mit 150. Ich würde das echt gerne probieren. Aber ich habe Lust nur beim Probieren das zu verlieren. Ich kann jetzt hier nicht weg vom guten Harald. Hier ist bestimmt voll der Kampf. Ah, jetzt bewegt er sich. Nee, doch nicht. Komm schon. Ah. Guter alter Harald. Er ist einfach zu alt dafür. Ist nicht mehr so sein Job. Oh, Harald, komm schon. Lass uns was Wichtiges einnehmen. Wie Burg Telrock, die dann sowieso wieder zurückerobert wird, weil keiner sie verteidigen will. Ich weiß nicht, wie das... Die einzige Möglichkeit... ist, dass wir alle vernichten. Von den Dingen. Guck mal, die ist voll unbenutzt. Geplündert. Komm, zurück nach Borgelbigi. Da können wir doch alles töten. Na, er will wieder hier hoch. Na gut. Irgendwann ist die Quest schon erfüllt. Müssen wir mal gucken. Er hat 18 Huskarne immerhin. Alter! Das ist schon heftig. Okay. Trotz allem... 18 Uskale, die machen bestimmt viel tot. Einige Soldaten können befördert werden. Einige oder einer? Einer tatsächlich. Gut, dann... Ich warte lieber in der Burg, ne? Wenn du das nicht willst, dann mache ich das halt. Ups, halt, warte doch! Und wieder zurück. Ne, jetzt geht's zu Burg Jelbigi. Und da traut er sich dann wahrscheinlich nicht anzugreifen. König Wege und Königreich Nord haben Frieden geschlossen. Im Ernst? Oh, jetzt können wir uns endlich mal erholen hier. Ey, die haben Frieden geschlossen. Ich fasse es nicht. Jetzt können wir mal die Kergiten plätten. Und, wow. Haben wir jetzt echt Frieden? Ich kann es nicht glauben. Der Krieg ist ausgebrochen. Das wurde nie anders. Ich glaube, einmal hatten wir noch Frieden und dann... Waffenruhe. 19 Tage. Und dann mal gucken. Ich meine, es ist schon heftig, dass die... die Nordhammer einfach gekommen nicht dazu, irgendwie sich zu erholen. Oh, übel. Ah ne, es geht. Dann mache ich jetzt schnell mit. Komm schon, lass mich noch mitmachen. Zwölf des Feindes kämpfen. Oh, hoffentlich schaffen wir das auch. Zwölf des Feindes. Alter, guck mal, wie schnell die sind. Noch krasse. Oh oh. Ihr dreckigen Wilden, zurück, wo ihr herkommt. Das ist der Lord des Mir. Sklaventreiber muss den umnocken, dann ist er in unserer Gefangenschaft.
Komm, mach den Rest platt. Sehr schön. Das ist ein Haraldstrupp hier. Kein Problem. Tulgunagun, okay, schafft es zu fliehen. Ihr habt mich befreit, Jarl Heda. Lustig. Danke. Guck mal, überall aufgestiegen. Jarl Erik auch. Ach so, lol, so viele Nordkrieger. Okay, jetzt gucken wir mal kurz. Pass auf, dann kriegt man die Saraniten aussondern hier. Ich will ja hier nordisch bleiben. Und neutral. Nordhuskal, der muss mit. Daran. Wer geht daran? Wie gesagt, da habe ich auch mal dran gedacht. Nur 90. Gardist, Ritter. Den nicht mitzunehmen, wäre schön hohl. Habe ich irgendwas, was ich aussondern kann? Oh, der wenn... Oh, ja, boah, der ist schon ziemlich heftig. Boah, Alter. Die Wege Ritter. Egal. Nein, ich tue es nicht. Lanze, Kurzbogen, Strohhut. Ja, ja. So, meine gute edle Dame, Karteli. Aldemar, Karteli. Aldemar, Karteli. Hier bin ich. 5 auf 6 angestiegen. Hä? Hat hier irgendwie weniger? Bla, 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 bla. Gedichte habe ich keine. Ich bemühe mich. Charakterstärke, ja. Pff. Ich versuche es, gute Dame. Meine Güte. So, jetzt haben wir noch Krieg gegen Kegiten, richtig? Ja. Ja, dann ist das jetzt unser Ziel. Und da gehen wir Geld scheffeln. Da kann ich nämlich immer wieder bei den Rodok verkaufen gehen. Vielleicht, wenn sie mich mögen. Weil ich glaube, das hat sich auch erledigt. Wir reiten jetzt erstmal nach Revardin. Da gucken wir mal, wie es läuft. Sonst müssen wir dann halt bei den Saraniden verkaufen. Das ist eigentlich auch eine Option. Okay. Oh Gott. Schreib mich doch nicht so. Oh, ich muss auch kaufen. Komm, wir halten mal bei Revardinoa. Wollen wir sowieso anhalten. Artimena. Level up. Ich habe lange kein Level mehr gemacht. Ich wollte ja questen bei den blöden Gildenlords. Leuten, Lords. Hoffentlich wird das nicht mehr passieren. Keine Sorge. Entschuldigung. Mein Dorf ist leider geplündert. Toll. Immer noch. Wir kümmern uns jetzt aber mal, jetzt in diesem Frieden, uns um unser Dorf. Wir gehen jetzt, wie gesagt, Kohle scheffeln. Immer alles in der Main. Und dann gucken wir mal. Ich kann auch mal meine Typen... Achso, nee, das Gelager kann mich mal... Ich weiß nicht. Was bringt mir das Gelager denn überhaupt? Nein! Nein, wir haben Frieden. Na gut, dann haben wir halt Frieden. Oh, das gibt's doch nicht. Ich habe mir noch so viel Mühe gegeben. Ihr habt einen Stroh, den jetzt... Das gibt's doch nicht. Ja gut, da mache ich jetzt doch beim Gelage mit. Jetzt haben wir nur Frieden. Unfassbar. Wie mache ich denn jetzt Geld? Auf ehrliche Weise, im Handel, so sehe ich aus. Brot. Salat. Brot. Kein Fleisch, ich weiß. Ihr armen Boccia. Das ist doch in unserem Treffen entgangen. So, Landsknecht. Bla, okay. Gehen wir mal durch die Straße, gucken wir, was hier für ein Gildentyp ist. Normalerweise können wir doch hier rumreiten. Waffenschmied. Das ist 100% der Pferdehändler. Natürlich die Städte aussehen. Ich freue mich schon bei Bannerlords. Richtig gut. Die sind richtig schön. Wir laufen zwar auch rum, aber diesmal ein bisschen mehr als nur so Stock in Arsch.
Das ist nicht der Gildenmeister, das ist der Rüstungsschmied. Warum habe ich mein Pferd nicht dabei? Ist es tot? Geh weg, Städter. Ich weiß auch, wo es die versteckten Rüstungen gibt, aber eigentlich will ich da gar nicht hingehen. Oh ne, ich habe keine Ahnung, wo der ist. Der muss ja irgendwo am Anfang eigentlich stehen. Da ist er. Auftrag für mich. Händler nach Kuhhirten, um meine Rinder zum Markt. Um seine Rinder zum Markt in Vercheck zu bringen. Du kannst mich mal. Nee. Es tut mir leid, ich bringe keine Rinder quer über die Karte. Das so sehe ich aus. Toll, er ist umsonst gelatscht. Das Gelage, wo war das jetzt? Das kann doch nur ein Tee hier oder so gewesen sein. Ich überlege, ob ich hier irgendwo was niederbrennen kann, ohne dass die Svadia mich schelten. Aber die haben halt so einen 153er Trupp. Aber wir haben halt... Ich will jetzt nicht mein Land noch weiter ins Chaos stürzen. 2800 Denare. Ich habe eine riesen Armee, ich muss die benutzen. Das ist das Problem. Ja, das ist das Problem. Ich meine, wir haben eine Waffenruhe. Kann ich nicht trotzdem das Dorf da niederbrennen oder das hier oder... Was macht das schon? 18 Tage, 19 Tage, Nordmänner, bla 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 bla. Duldend. Ja. Ich kann jetzt einmal mein Dingens bezahlen und dann habe ich ein Problem. Ich könnte mich jetzt von den, Nordlos sagen und dann Burg Telrock einnehmen, aber dann, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich das ganze Land der Wege, nämlich eigentlich wäre am besten, wenn ich den Nordenland wegnehme, eine Burg, ja? Am besten da hinten, Burg Chalbeck und danach Tihir oder so. Oder direkt Sargot einnehmen und halten. Burg Jelbigi. Galfahren. Oh, wir haben einen Verteidigungspakt. Das ist gut, das ist gut. Das ist natürlich jetzt super. Achso, ich wollte doch was probieren. Komm, wir gucken mal, ob wir Ribilett plätten können oder irgendwie sowas. So habe ich jetzt immer Geld gemacht. Wir können auch mal versuchen zu handeln, aber... That's not none of my business. Guck mal, Waldbanditen. 40 Waldbanditen, Alter. Ist nicht sehr lukrativ. Ich könnte natürlich den König fragen, aber nicht hier mal. Jetzt noch 100 pro ein Lager von denen da drin. Nee, doch nicht. Aber 40 Stück. Der Tod ist euch sicher. Los geht's. War das die Waldbanditen mit den ganzen Bögen? Ja, ne? Aber meine schießen weiter. Lass mir mal die Infanterie vorrücken. Okay, dann los. Wir haben schon keine Moral mehr. Mehr, mein Sohn. Ach, da gehen wir halt Waldbanditen klatschen. Artimänner. Achso, kann ich hier nicht.
Okay. 104 Dinare, wow. Das sind noch welche mit 10 Gefangenen, Rodok, Veteranen und so. Nach Beratung des Fürstes Reis entschied sich König Charakter den Marschall an Jarl Olaf zu begeben. Ihr seid nun Stufe 20. Quest erfüllt, folgt Jarls Armee, 4500 Erfahrung. Boah, das bringt ja mal Kohle. Erfahrung. Kohleerfahrung, ja, cool. Okay, pass mal. Kann ich hier 2 Punkte kriegen bei Intelligenz tatsächlich? Gut. Ausbilder Plünderer. Plündergut 10%. Britne Bogenschützen. Was ich brauche ist Reiten. Dafür brauche ich Wendigkeit. Okay, dann gehen wir jetzt mal auf Wendigkeit. Das geht aber, da bringt das noch nichts. Und dann gehen wir mal auf ein paar mehr Gefangene mitnehmen, oder? Erste Hilfe. Wundbandung, Inventarmanagement. Bang. Das musste jetzt nochmal sein. Ja, wie können wir es verkaufen gehen, aber so groß wird das jetzt auch nichts bringen. 2700 Dinar. Oh, die haben Pravun und Sune zurückerobert. Einige Soldaten können befördert werden. Artemina hat ein Level. Und das ist ja auch gut. So, Konstrukteur, Intelligenz. Dann kriegt er jetzt nur noch Intelligenz. Der wird jetzt der Superkonstrukteur. Und Konstrukteur und was noch? Taktiken. Mein Taktiker. Was geben wir denn für Waffen? Einer Waffenschild, Schwert. Und eine Armbrust nachher noch. Emira. Die hat auch viel Intelligenz. Unsere Ärztin. Deswegen ist sie mal am Rumheulen. Brenne ich mal alle Dörfer nieder. Eigentlich müsste ich nochmal eine Rundreise machen, aber mit so wenig Geld ist das nicht so gut. Ich muss halt nochmal ein paar Geschäfte gründen. Bei T hier zum Beispiel. Hier ist das Gelager tatsächlich. Da ist sie, Dame Kateli. Wer ist denn hier außer Jarl? Ja, und wie ist euer Frieden so, das König Ragnar? So, 9 auf 11. Mein Fürst, wir sollten einem anderen Land Krieg erklären. Habt ihr die Aufgabe, wie ich euch erfüllen könnte? Mein Fürst, ich möchte meinem Treueschwur auf euch entbunden werden. Kann ich vorgehensweise vorschlagen. Werdet ihr mir folgen? Schon gut. Könnten Sie in Leichtigkeit schlagen? Nun, sonst noch etwas? Oh, okay, jetzt mag er mich nicht mehr, toll. Nicht mehr wirklich. Okay, alles klar. Ich habe schon genug Karawanen überfallen von Dingensbummens. Jetzt gehen wir erstmal nach T hier und fragen mal nach Quests. Tihihi. Ach, ja, ja, so ist das. Aber es ist sowieso Zeit aufzuhören, Leute. Es tut mir leid. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei Mountain Blade Warbands und ich hoffe, dass wir bald wieder Krieg haben. Und bis dahin, Leute, haut rein.